Die Landkreise haben sehr viele Aufgaben und die kosten natürlich auch Geld. Und gerade im Landkreis Kirchenreuth werden in den nächsten Jahren auch Aufgaben auf uns zukommen, wie zum Beispiel im Bereich Soziales, Schulen, Straßenbau und so weiter. Die Landkreise haben aber auch Einnahmen, vor allem Gelder, die sie direkt vom Staat bekommen, die sogenannten Schlüsselzuweisungen. Und der Freistaat Bayern, der CSU-regierte Freistaat Bayern, wie ich betonen möchte, hat für das Jahr 2014 diese Zahlungen an die Landkreise und Gemeinden auf einen Rekordbetrag von 8 Milliarden Euro angehoben. Ein Betrag wie kein anderes Bundesland, das an die Landkreise und Gemeinden bezahlt. Von daher habe ich keine Sorge, dass wir auch in Zukunft unsere Aufgaben bewältigen können.